Willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute gibt es wieder einen Vlog und ihr seht, ich bin schon ein bisschen schicker gemacht mit meiner Klammer und meinem Hemd. Und ja, oh Gott, hier hängt eine Haarsträhne raus. Ich gehe jetzt endlich meine Bewerbungsbilder machen. Ich bin gespannt. Ein Bild kostet 18 Euro, ein einziges. Ich hoffe, das sitzt alles und ich fühle mich wohl. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es sein wird. Ich habe mich extra fertig gemacht und der Laden hatte zu. Toll, lieben wir. Es ist der nächste Tag, wir haben Donnerstag und seit Montag beginnt ja die Schule wieder bei mir. Da wollte ich euch jetzt ein bisschen was erzählen und mich weiter fertig machen. Montag hatten wir eigentlich nicht so krassen Unterricht. Erst ab Dienstag und ich finde, mein Stundenplan war ja erst ein bisschen blöd. Also ich habe ja gedacht, dass der voll blöd ist. Aber er geht eigentlich. Das Einzige, was halt blöd ist, sind meine 3x bis 16 Uhr Tage. Und heute hatten wir auch unsere neue Mathelehrerin. Ich fand sie eigentlich ganz gut. Andere fand sie aber eigentlich ganz gut. Und ich glaube, die kann uns auf jeden Fall auch sehr viel beibringen. Und heute war auch ein chilliger Tag. Ich hatte heute Deutschvertretung mit einem richtig, richtig lieben neuen Lehrer. Dann 2 Stunden Technik, da haben wir eigentlich nur ein Deckblatt gemalt in dieser, ich glaube, das kennt jeder. Und dann hatten wir 1 Stunde Mathe und 2 Stunden Religion. Meine alte Lehrerin ist zurück. Wir haben eine Doppelstunde, zum Glück habe ich da eine Pause zwischen. Das ist sehr gut, weil dann geht es schneller vorbei. Und ich mache mich jetzt nochmal fertig fürs Bewerbungsbild, weil die ja heute aufhaben bis 16 Uhr. Wie viel Uhr haben wir denn? 14 Uhr? Ja, 14 Uhr, das heißt, wir müssen auch gleich los. Gestern hatten die jetzt schon um 13 Uhr zu, was ich nicht verstehen kann, weil welcher Laden macht um 13 Uhr zu? Und ich brauche halt mein Bild, damit ich das endlich mal gemacht habe, weil das steht schon seit einer Woche auf meiner To-Do-Liste. Ich bin nie dazu gekommen. Gestern hatten die ja zu, deswegen gehen wir jetzt heute nochmal. Ja, meine Wimpern gehen auch nicht nach oben. Ich muss dann auch gleich nochmal, direkt wenn ich in der Stadt bin, ein Heft kaufen, ein paar Schulsachen einfach, weil bei manchen Lehrern darf ich jetzt doch nicht auf dem iPad schreiben. Deswegen brauche ich jetzt Hefter und Schnellhefter und so. Ja, dann muss ich dann auch gleich nochmal holen. Und dann habe ich erstmal alles erledigt. Ich muss dann noch eine kurze Kooperation drehen und dann bin ich fertig mit meinen To-Dos, weil die letzten Tage waren echt für meine Verhältnisse sehr voll und stressig. Wir haben schon eine Überwachungskamera im Garten. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst, aber ich habe jetzt auch eine von Owltron. So sieht die aus und ich möchte die gerne vor mein Fenster packen. Und ja, die bringt mein Vater jetzt mal an und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es wird. Und ja, ihr wisst, da ist der Vorgarten und da ist mein Fenster. Deswegen ist es ganz praktisch, dass da eine Kamera steht. So, hallo zusammen. Jetzt seht ihr mich mal. Jetzt bin ich im Einsatz. Joanna hat euch ja schon erzählt, was ihr Plan ist. Ich wollte nämlich gerne eine Überwachungskamera hier vorne bei sich am Fenster haben. Sie hat ihr Zimmer ja im Keller und wir haben eine Überwachungskamera hier schon, die gleiche übrigens im Garten, damit wir sehen, was im Garten los ist. Und Joey fühlt sich wohler, wenn sie hier auch eine Überwachungskamera hat vor ihrem Fenster. Und ich habe gerade überlegt, wo ich die anbringe. Ich denke mal, ich werde sie hier dran machen, weil dann hat sie das Fenster im Blick, die Straße im Blick, also wenn sich jemand nähert. Und wir können auch, wenn der nach links geht, unseren Hauseingang überwachen. Das heißt, wir haben die ganze Hausfront damit auf Kamera und können so sehen, wer kommt und wer geht. Ihr müsst euch noch eine App runterladen für die Kamera und euch da mit der Kamera verbinden. Dann könnt ihr auch schon direkt alles sehen. Die Kamera ist übrigens für draußen und natürlich auch wasserdicht. Ihr müsst einfach nur auf eurem Bildschirm swipen und dann könnt ihr alles sehen. Die Kamera hat nämlich einen 360-Grad-Effekt. Ihr könnt also alles perfekt beobachten um euch herum. Und wenn übrigens eine Person kommt, dann swipe die Kamera auch zu der Person, damit ihr auch alles seht, was da passiert und was die Person macht. Ihr seht, bei uns war es schon ein bisschen dunkler. Und das heißt, ihr könnt auch alles perfekt im Dunkeln sehen. Dann wird das nämlich mit
Farbe natürlich auch euch angezeigt, damit ihr auch im Dunkeln was erkennen könnt. Ihr könnt euch sogar noch über die App unterhalten. Und zwar habt ihr da ein Mikrofonzeichen. Da drückt ihr dann drauf. Hallo, mach mal einen Hampelmann. Die Person, die draußen steht, kann perfekt mit euch reden und euch antworten. Ein Handstand. Handstand? Ja. Wo ihr sitzt? Ich kann jetzt alles beobachten, was um mich herum passiert und fühle mich damit auf jeden Fall viel sicherer. Wir haben jetzt ungefähr 5 Minuten gebraucht, um die Kamera mit der App zu verbinden. Also es ging sehr, sehr schnell. Was ich noch sagen wollte, wenn ihr natürlich gerade nicht zu Hause seid, sondern weiter weg, bekommt ihr trotzdem eine Mitteilung auf eurem Handy, wenn zum Beispiel der Postbote kommt. Dann könnt ihr natürlich auch von weiter weg mit dem Postboten reden. Und ihm dann zum Beispiel sagen, dass er das Paket in den Garten stellen soll oder so. Was auch cool ist, ist, wenn ihr zum Beispiel Pizza bestellt und ihr jetzt keine offenen Menschen seid und dann ungern an die Tür gehen wollt und irgendwie mit dem Pizzaboten reden wollt oder weiß ich nicht, dass ihr einfach über die App spricht und der Pizzabote hört das ja. Sagt, bitte die Pizza vor die Tür, ich hole sie gleich, dann müsst ihr auch mit keinem Menschen reden und das ist auch sehr gut für introvertierte Leute, also auch irgendwie für mich. Und ja, ihr habt einfach alles um euch herum im Blick, auch wenn ihr nicht gerade hier seid, von weiter weg habt ihr alles, bekommt ihr alles mit und wenn ihr zu Hause seid auch. Übrigens ist die Kamera auch so schnell angekommen, wirklich, die kam innerhalb von 2-3 Tagen an. Das ist sehr gut. Ich mag es nämlich nicht so lange auf Pakete zu warten, deswegen war das sehr gut, dass sie so schnell angekommen ist. Ich packe euch mal einen Link zur Kamera in die Infobox, da könnt ihr einfach draufklicken, euch die Kameras angucken und mehr Infos zu den Kameras bekommen. Deswegen verlinke ich euch mal unten den Link. Leute, ich habe meine Bewerbungsbilder und die sehen, kein Eigenlob, aber die sehen so gut aus und ich hatte schon Sorge, dass die vielleicht nicht so gut aussehen werden. Weil ich hab's, also, wie sag ich das? Ich kann nicht schön lächeln, finde ich, wegen meiner Zahnspange. Weil dann, das ist einfach komisch. Ich glaube, alle, die eine Zahnspange haben, verstehen mich. Aber ich hab die, so sehen die aus, Leute. Das war meine aus, also ich hatte ganz viele Bilder, aber die waren die besten. Und ich freue mich so, dass ich das jetzt erledigt habe. Endlich habe ich das erledigt. Das war mit der größte Punkt auf meiner To-Do-Liste seit einer Woche. Und ja, ich bin einfach fröhlich. Und jetzt kann ich meine Bewerbungen losschicken. Ich weiß noch nicht wo, wozu, wohin, weiß ich noch nicht. Ich schaue einfach mal mit meinem Vater und dann werde ich euch auch mehr dazu erzählen. So, ich hoffe, ihr fallt nicht um. Ich war gerade bei Subway. Da habe ich mir was geholt. Einmal ein Cookie. Ein Cookie. Ich liebe die. Die dunklen sind richtig lecker. Dann habe ich mir noch einen Zap geholt. Aber nur die Hälfte, weil das reicht mir. Davon werde ich auf jeden Fall gut satt. Was habe ich denn da drauf getan? Hähnchen mit Gewürzen. Also ich kann es nicht aussprechen. Hähnchen mit Gewürz. Gouda-Käse. Saure Gurken. Röstzwiebeln. Und noch irgendwas habe ich drauf getan. Ah, und Salat. Und halt Salz und Pfeffer. Und ich habe gerade probiert. Er hat mit Salz und Pfeffer auf jeden Fall ein bisschen übertrieben. Aber das esse ich jetzt und ich habe voll Lust da drauf. Und dabei gucke ich irgendwas auf meinem Laptop. By the way, der war ja kaputt, nachdem ich den bekommen habe. Irgendwie 2-3 Tage, nachdem der da war, war der kaputt. Jetzt ist er wieder aus der Reparatur raus. Und jetzt geht wieder alles. Deswegen kann ich jetzt was gucken und dabei essen. Und dann müssen meine Schulsachen erledigt werden. Ich muss einen Ordner bis morgen fertig haben und ich muss die Mathe-Sachen von heute, die ich auf dem College-Blog geschrieben habe, in mein neues Mathe-Heft schreiben. Ich habe mir nämlich heute eins gekauft, weil ich keins hatte, weil ich dachte, ich kann mit dem iPad schreiben. Aber ja, das mache ich dann auch gleich noch und die Hausaufgaben habe ich auch schon alle fertig. Ja, das muss ich jetzt noch machen und dann war es das auch für heute. Wir haben 19 Uhr. Und ja, ich freue mich jetzt schon mega auf mein Essen. Und das werde ich jetzt auch essen. Ich sehe gerade, dass der Akku leer ist. Es ist übrigens heute Freitag, zum Glück Wochenende. Ich bin so
kaputt und gestresst von der Woche. Nicht nur wegen der Schule, sondern allgemein. Das ist Lebensupdate. Ja, die Woche war für mich sehr stressig. Nicht unbedingt wegen der Schule, die ging voll klar, aber so die Nebensachen. Ich war todesmüde immer. Ich musste so viel machen für meine Bewerbung, meine Bewerbungsbilder. Dann hat das nicht geklappt, dann hat dies nicht geklappt, dann hat die Kooperation. Ach, also wirklich, das war... Also diese Woche war auf jeden Fall ein bisschen sehr stressig und das bin ich eigentlich gar nicht gewohnt. Aber ja, Leute, zum Glück ist jetzt Freitag, der ganze Stress ist hinter mir. Ich muss jetzt noch ein, zwei Sachen machen und dann bin ich auch fertig. Ja, ich war gerade, oh Gott, sorry, diese fliegen hier schon wieder. Ich war gerade mit Miko Eis essen. Wir haben jetzt 20.30 Uhr. Mein Vater macht mir übrigens gerade einen Brotteller. Habe ich sehr Bock drauf und ich habe halt auch noch nichts zu Abend gegessen. Aber Miko und ich waren halt vorhin ein bisschen draußen in der Stadt, weil es ist einfach 28 Grad heute und es ist so warm, dass ich so draußen war. Und ich habe mir schon bei, also so Winterpullover gekauft, weil mir so warm war, weil mir so kalt war. Und es war sowieso eher so Herbst die letzte Zeit und jetzt ist irgendwie wieder viel zu warm und... Nee, ich mag das gar nicht. Ich war schon so oft den Herbst eingestellt und jetzt soll es wirklich nur noch so warm bleiben, was ich nicht so feier. Ja, auf jeden Fall waren wir gerade Eis essen. Wir haben beide drei Kugeln gegessen. Er hat Bueno. Was hat er denn noch genommen? Nougat und noch irgendwas mit Sahne. Und ich habe zweimal Cookie und einmal Pfirsich-Mango. Also das ist so eine... Kugel zusammen und die schmeckt wie diese in einem 2 Bonbons. Die ist richtig lecker. Und mit Streuseln. Wir hatten beide drei Kugeln, weil wir wollten einfach heute uns das gönnen. Und wir hatten voll Bock drauf. Und das Wetter hat uns noch mehr Lust dazu gegeben. Noch mehr Lust darauf gegeben. Ja, deswegen haben wir uns heute ein bisschen Eis gegönnt. Und jetzt sitze ich hier mit offener Hose und schminke mich jetzt erstmal ab. Räume ein bisschen mein Zimmer auf und ziehe mir erstmal was anderes an. Ich war gerade duschen. Man sieht, ich habe eine komplette Alles-Dusche einfach gemacht. Ich habe meine Haare gewaschen, ich habe mich überall rasiert, mich eingecremt, alles. Und jetzt fühle ich mich auch voll frisch. Und wir haben heute übrigens Samstag und es ist erst 9 Uhr. Ich bin seit 7.30 Uhr wach. Ich weiß nicht warum. Ich kann irgendwie nicht lange schlafen, besonders nicht, wenn mein Rhythmus jetzt wegen der Schule eh schon kaputt ist. Ich stehe nämlich jeden Tag um 6 Uhr auf. Deswegen glaube ich, ist es einfach der Rhythmus, weshalb ich jetzt so... früh wach bin, aber ich mache heute auf jeden Fall noch Mittagsschlaf, weil ich habe heute eigentlich nichts zu tun. Ja, ich war jetzt schon duschen, habe mich gepflegt, jetzt werde ich gleich mein Bett neu beziehen, frühstücken, dann mein Zimmer aufräumen und da fühle ich mich auch wieder ganz wie ein neuer Mensch einfach. Ich wollte euch noch mal kurz zeigen, was ich mir letztens gekauft habe. Meine ganzen wertvollen Sachen habe ich hier drin. Ihr wisst ja, ich habe schon den Blush von Rare Beauty, übrigens in der Farbe Hope. Der ist richtig, richtig gut. Und ich habe den Contour Stick, auch von Rare Beauty. So sieht der aus. Und wie schön ist einfach, die Verpackungen sind so, so schön. In der Farbe Happy Soul. Und die Sachen, die ich jetzt neu gekauft habe, wann war das denn? Vor 2 Tagen. Ja, ich habe für 3 Sachen 100 Euro ausgegeben. Ich habe mir hier so von Rare Beauty den Highlighter auch geholt, den flüssigen. In so einem Rosaton, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. In der Farbe Mesmeries. In so einem Rosaton, weil das zu meinem Hauttyp, glaube ich, am besten passt und ich das am schönsten finde. Dann habe ich mir auch mal einen Augenbrauenstift geholt von Rare Beauty. Einfach alles von Rare Beauty. In der Farbe Deep Brown. Der hat halt hier so ein Bürstchen und hier halt den Stift. Ja, Leute, guckt euch an, wie schön das alles aussieht. Also, dann habe ich mir noch den Flawless Filter geholt und Leute, ist das normal, dass das so aussieht? Ich weiß nicht, vielleicht muss man das Ding mal schütteln oder so, ich habe keine Ahnung. Den habe ich in der Farbe 4 und ja, ich habe die neuen Sachen, also den Augenbrauenstift, den Highlighter und das hier noch nicht ausprobiert. Ich habe auch irgendwie ein bisschen Angst. Ja, aber irgendwann wird der Tag kommen. Also irgendwann jetzt bald, wenn ich mich wieder ein bisschen mehr fertig machen möchte. Ja, und die Sachen sind irgendwie alle hier bei mir drin, weil ich passe auf die Sachen so gut auf, weil irgendwie die jetzt auch gerade nicht so billig sind. Deswegen,
lege ich da sehr viel Wert und achte drauf. Falls ihr irgendwie davon schon mal was getestet habt, schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich bin nämlich mal sehr gespannt, wie so die Meinungen dazu sind. Und wenn ich das mit euch testen soll, dann schreibt mir das auch mal in die Kommentare. So, ich gehe jetzt mit Lamia in die Stadt, weil wir haben gar nichts zu tun. Ich bin erst heute Abend so um 20 Uhr bei Miko, deswegen ich will nicht schon die ganze Zeit hier drin hocken. Deswegen gehen wir jetzt ein bisschen raus, ein bisschen stöbern im H&M, Rossmann. Einfach ein bisschen gucken. Und ja, ich wollte mal kurz mit euch reden. Und zwar habe ich ein kleines Problem. Das habe ich irgendwie schon die ganze Zeit. Und zwar nervt mich das selber, dass ich euch die ganze Zeit nur aus dieser Perspektive an meinem Schminktisch irgendwas filme. Weil, ja, keine Ahnung, irgendwie beschäftigt mich das voll, dass ihr, alles, was ihr seht, ist einfach nur mein Zimmer und diesen Hintergrund und mehr auch nicht. Weil ich einfach momentan nicht viel mache und ich sowieso nicht die Chance habe, also ich wohne ja noch bei meinen Eltern, da kann ich halt einfach euch nicht mehr zeigen, sage ich mal. Hätte ich jetzt eine eigene Wohnung oder wenn ich dann irgendwann eine eigene Wohnung habe, da kann ich ja überall filmen, aber hier geht es irgendwie nur in meinem Zimmer. Das tut mir auch irgendwie ein bisschen leid und ja, das beschäftigt mich halt auch irgendwie, weil ich das irgendwie nicht mag. Dass mein Hintergrund meistens nur mein Zimmer ist. Ja, weil ich habe auch das Gefühl, dass das dann einfach zu langweilig für euch ist oder keine Ahnung, zum Beispiel auch mein Licht da oben. Das ist halt immer so, seht ihr das? Wenn ich da was aufnehme, ist das so am Strahlen, dann ist das richtig hässlich. Also die einzige schöne Perspektive ist so direkt vor dem Licht, aber ich kann ja jetzt hier nicht in der Luft irgendwas filmen. Ich filme ja immer da und dann ist halt im Hintergrund die Lampe und das ist halt ein bisschen ärgerlich, Leute. Ja, das beschäftigt mich momentan ein bisschen viel. Ja, das wollte ich einfach mal sagen. Ja, das wollte ich einfach mal sagen. Keine Ahnung. Hallo, wir haben Sonntag. Ich habe gestern bei Miko geschlafen, bin aber jetzt schon wieder zu Hause. Wie viel haben wir denn? Ich glaube so 11 Uhr morgens. Ja, weil Miko musste arbeiten, deswegen bin ich jetzt schon zu Hause und ich mache gerade meine Mathe-Hausaufgaben. Ja, ich habe einiges auf. Ich muss jetzt hier noch 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12 Aufgaben machen. Ja, also 12 Sachen rechnen. Und dann noch Bio machen. Und Bio ist eine Katastrophe. Weil wir machen irgendwie so Sachen, die wir gar nicht... also ich habe davon noch nie zuvor gehört. Irgendwie mit den DNA und so ein Zeug. Ja, das sieht halt so aus, Leute. Das muss ich... Das mag ich auch gar nicht, ne? Zerschneiden und auf ein Blatt kleben. Ich hasse Schneideaufgaben und Klebeaufgaben. Da fühle ich mich jetzt gleich in der 5. Klasse. Ja, aber das muss ich jetzt machen. Ich habe vorhin auch schon Odin gebürstet. Er hat nämlich richtig krassen Haarausfall. Jetzt mache ich hier meine Aufgaben vernünftig. So sieht das bis jetzt aus. Ich zeige euch das mal. Ja, aber ich wollte es jetzt schon mal direkt morgens erledigen, damit ich den ganzen Sonntag einfach nur chillen kann, vielleicht nochmal schlafen kann. Weil ich war die Nacht wieder irgendwie oft wach. Ihr wisst ja, ich habe irgendwie ein paar Schlafprobleme. Und ja, heute sollte eigentlich auch dieses Video online kommen, aber ich glaube, ich lade das erst Montag hoch oder Dienstag, also morgen oder übermorgen. Genau. Jetzt mache ich erstmal die Hausaufgaben. Ich glaube, jetzt sitze ich hier erstmal eine Stunde dran, ey. Das sind nämlich ein bisschen viele Sachen. Erstmal, ich habe so viele Sprachfehler. Ich weiß nicht, woher die kommen. Und zweitens, es tut mir leid für die Hintergrundgeräusche von der Kamera. Die macht irgendwie seit ein paar Tagen richtig komische Geräusche, wenn ich filme. So, als würde die ganze Zeit zoomen. Es tut mir sehr leid. Ich muss sie, glaube ich, reparieren lassen. Ja, also es ist nicht so cool. Es tut mir sehr leid. Ich kümmere mich darum, dass das aufhört. Und ja, ich habe natürlich wieder kein Ende gedreht. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schaut auf jeden Fall auf Insta vorbei. Und ich habe schon sehr, sehr coole Videos geplant, die dann die nächsten Tage online kommen. Tschüssi!